Und mit großem Stolz nehme ich die Krönungsinsignien entgegen und schwöre in ihrer Anwesenheit, dass ich mein Volk mit... Gentlemen, mit wem habe ich das Vergnügen? Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Wir... noch nicht, königliche Hoheit. Aber ich bin hoch erfreut, dass Sie mit den zeremoniellen Abläufen der Krönung vertraut sind. Natürlich. Ein guter König sollte über diese Dinge schließlich Bescheid wissen. Das erleichtert mir natürlich meine Arbeit. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Howard Sawberry und ich bin für das eben angesprochene Protokoll der Krönung sowie für die anschließenden Feierlichkeiten im Buckingham Palace zuständig. Ja, und ich bin Sir John Connaught, zuständig für die Pfauen in den königlichen Gärten. Gratulation, Sir John. Das haben Sie sicher toll ausgedacht. Erfreut, Sie kennenzulernen, Gentlemen. Aber was führt Sie hierher? Wollen Sie damit sagen, dass man Sie nicht informiert hat? Waren Sie nicht in der Stadt? Natürlich sind wir wegen Königin Victoria gekommen. Sie wurde vom Thron gestürzt. Ach wirklich? So schnell? Laut meinem engsten Berater, Professor Moriarty, sollte es erst in ein paar Tagen soweit sein. Das Volk hat sich anders entschieden, Sir. Und jetzt verlangen sie nach ihrem neuen Herrscher, dem wohlwollenden, gütigen Prinz Woodville. Ach, Gentlemen, Sie bringen mir wirklich gute Neuigkeiten. Mein geliebtes Volk hat seine Pflicht getan und ich kann endlich den Platz einnehmen, der mir gebührt. Und glücklicherweise, bevor die Bomben detoniert sind. Sir, wir sind eigentlich gekommen, um Sie zu warnen. Sie sind in großer Gefahr. Was meinen Sie damit? Ich befürchte, dass unter Ihren engsten Beratern Verräter sind, die sich gegen Sie verschworen haben. Wir sind im Besitz verlässlicher Informationen, laut denen diese Terroristen einem internationalen anarchistischen Netzwerk angehören und... Ach, ich weiß, wen Sie meinen, Gentlemen. Es geht um diese ominösen Herren, die im Dienste von Professor Moriarty stehen. Asiaten oder... Russen, Sir. Wie auch immer. Diese Männer müssen aufgehalten werden, bevor ihre Bomben explodieren. Ihre Bomben? Ja, Sir John. In ganz London. Richtig überzeugt war ich nicht von der Idee, aber Professor Moriarty hat sie ziemlich gut gefallen. Wissen Sie, wo genau sich diese Bomben befinden? Nein, aber ich weiß, dass diese Anarchisten sie hier gebaut haben. Sie müssen uns alles erzählen, was Sie über die Bomben wissen, Sir. Warum sollte ich? Sie sind doch sicher kein Sprengstoffexperte, oder? Ich muss unverzüglich mit Professor Moriarty sprechen. Sie haben recht, königliche Hoheit. Wir müssen Moriarty warnen. So schnell wie möglich. Ich glaube jedoch, dass es dringlicher wäre, die Terroristen hinter Schloss und Riegel zu bringen. Bitte sagen Sie mir, wo sich Ihre Werkstatt befindet. Im Namen des britischen Königreichs. Sie muss sich in der Nähe Ihrer Wohnwagen befinden. Aber warten Sie! Was ist, Sir? Ihre Ausflüchte, um Professor Moriarty nicht informieren zu müssen, irritieren mich. Ich verlange eine Erklärung. Wenn sich jeder gegen mich verschworen hat, wie kann ich wissen, dass Sie nicht ebenfalls dazu gehören? Aber wir... Holen Sie Professor Moriarty, Mr. Sawberry, und zwar unverzüglich. Sir John wird hier bei mir bleiben. Ich muss den Prinzen außer Gefecht setzen, ohne Watsons Leben zu gefährden. Ja, Sir John, König zu sein, bringt die Verpflichtung mit sich, kluge Entscheidungen zu treffen. Und deswegen bleiben Sie als Sicherheit hier. Das verstehe ich. Ich kann Sir. Watson... Aber sicher verstehen Sie auch, dass mich das in eine etwas missliche Lage bringt. Natürlich. Aber die gegenwärtige Situation erfordert, dass... Dass Sie keine andere Wahl haben, ich weiß. Aber ich bin ja ohnehin gekommen, um Ihnen zu dienen. Lassen Sie uns ernsthaft miteinander sprechen. Was könnte ein Pfauenpfleger schon für mich tun? Sie unterschätzen nicht nur mich, Sir, sondern auch meine Vögel. Ich denke, dass gut dressierte Pfauen der Krönungszeremonie durchaus das Sahnehäubchen aufsetzen würden. Unterhalb des Hebels befindet sich ein Etikett. Falltür für den Zauberer in der Mitte der Bühne. Genau an der Stelle, wo der Prinz steht. Das kann ich nicht tun. Vielleicht sogar mit einigen genau einstudierten Seitwärtsschritten nach links und rechts. Diese verhedderten Seile halten die Vorhänge zurück.
Er bewegt sich nicht, scheint wohl ohnmächtig zu sein. Aber er könnte jeden Moment wieder das Bewusstsein erlangen und Alarm schlagen. Ja, bevor wir das Theater verlassen, müssen wir sichergehen, dass das nicht passiert. Vor nicht allzu langer Zeit wäre ich bei diesen Worten aus Ihrem Munde noch erstarrt. Seien Sie unbesorgt, mein Freund. Dieser Sherlock Holmes existiert nicht mehr. Wir müssen ihn irgendwie loswerden. Eins, zwei, drei, Zauberei. Hinfort mit dem paranoiden Prinzen. Gut gemacht, Holmes. Sehen Sie, Holmes, Prinz Woodville hat seinen Ring verloren. In den Ring ist ein großer Diamant eingearbeitet. Ich übergebe ihn zu gegebener Zeit der Polizei. Warum sind diese Puppen vor der Bühne? Der Prinz hat sie dort aufgestellt als Zuschauer. Dieser Zauberer hat einen stabilen Ledergürtel. Ein kleines Täschchen befindet sich daran. Das Rauchpulver des Zauberers. Abracadabra. Ich brauche etwas. Zauberpulver und eine Metallabdeckung. Dagegen kommen die Revolutionäre nicht an. Verstecken wir uns, Watson. Wasser! Wasser! Der Weg ist frei. Ausgezeichnet. Ich kann hören, wie Flaschen geöffnet werden. Die drei Brüder unterhalten sich lebhaft auf Russisch. Sie scheinen sich betrinken zu wollen. Perfekt. Wir müssen uns beeilen, Holmes. Jedes Signal deutet darauf hin, dass die Vorbereitungen zur Auslieferung der vergifteten Suppe voranschreiten. Ich komme, Watson. Ich muss nur noch die Abdeckung wieder vom Ofenrohr entfernen. Dieser Wohnwagen ist genauso schmuddelig wie der erste. Ein russisches Wörterbuch. Dieses Kunstwerk zeigt, welchen Groll die Anarchisten gegen Prinz Woodville und gegen alles, für das er einsteht, hegen.
Die Namen der Ziele sind auf Russisch und nicht lesbar. Zumindest für mich. Sieht so aus, als hätten die Brüder vor jedem Namen Notizen hinzugefügt. Diese Liste hat etwas mit dem Wörterbuch auf dem Tisch zu tun. Die Dynamitstangen sind leer. Ein Jammer. Eine kleine Säge. Vielleicht brauchen wir sie noch. Draht. Mal sehen. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig.